Wir sind hier in München nach dem Spiel mit Thorsten Lieberknecht. Es gibt keine Pressekonferenz. Thorsten, dein Statement zu der Begegnung, bitte. Ja, Gott, wir hätten das Spiel natürlich nach dem Spielstand 2-1 für uns noch eine Minute zu spielen. Wir hätten es gern nach Hause gebracht. So war es dann ein Schuss, der uns erstmal ins Mark getroffen hat. Aber so ist es halt auch die Situation, dass es immer noch einen letzten Spieltag gibt, wo wir vielleicht dann halt über drei Spiele dann unser Ziel erreichen können. Und wir werden die Mannschaft aufrichten, werden die Mannschaft hinstellen für Samstag gegen Unterhaching und werden dort auch nochmal alles probieren, um diese Situation, die wir haben, zwar nicht mehr in unserer eigenen Hand, aber dann trotzdem vielleicht am letzten Spieltag den Lohn zu bekommen, dann doch nochmal vielleicht in zwei Spielen dann über die Relegation dann in die zweite Liga aufzusteigen. Verdient hätten wir es. Auch wenn es am Ende bitter war, die Jungs können aus der Leistung, die sie heute gezeigt haben, sicherlich auch nochmal viel Kraft ziehen für den Samstag. Ja, wir haben natürlich das hat man dann schon gesehen, in der zweiten Halbzeit gegen eine sehr starke Münchner Mannschaft gespielt, die voller Selbstvertrauen ist und die hier heute uns nichts abgeschenkt hat nicht sehr geschenkt hat. Die haben, hat man schon gesehen, Vollgas gegeben und wir haben es auch. Wir haben es probiert eben die Spielstärke der Münchner zu unterbinden und selbst eben halt auch versucht, nicht nur zu verstecken, sondern hier eben halt auch auf Sieg zu spielen. Und zum Schluss war der Druck dann sehr groß. Wir konnten ihn nicht überstehen, aber wir haben die Situation, dass wir trotzdem nach vorne blicken müssen und den letzten Spieltag in Angriff nehmen müssen. Von Joachim Droll kommt eine Nachfrage. Glaubst du nach dem Tag heute noch an den Fußballgott? Wenn er uns am... ich glaube an Gerechtigkeit. Ich glaube an vielleicht den entscheidenden Moment, dass wir den dann bei uns zu Hause haben am Samstag gegen Haching. Und auch da, klar, jeder wünscht sich ihn. Ich hoffe, dass er bei uns dann auch vorbeischaut am Samstag. Vielen Dank, Thorsten. Viel Kraft, guten Heimweg und uns allen viel, viel Erfolg am Samstag und in den beiden Spielen danach noch. Danke, Thorsten. Danke.